Ich habe es dir gesagt, Matt. Wir hätten uns im letzten Dorf einen Platz für die Nacht suchen sollen. Jetzt können wir wahrscheinlich hier draußen in der Kälte übernachten. Ja, und die Post würde noch später bei den Leuten eintreffen. Na und wenn schon. Ein Tag mehr oder weniger kommt es doch nun wirklich nicht drauf an. Ich verstehe immer noch nicht, wie du es mit dieser Einstellung in den Postdienst geschafft hast. Ist doch egal. Ich will nur runter von dieser verdammten Straße und hinein ins Warme. Außerdem weißt du genau, was sich die Leute so erzählen. Ich wusste noch gar nicht, dass du solch ein Hasenfuß bist. Was erzählt man sich denn so? Muss ja schon gehörig starker Tobak sein, wenn es jemanden wie dich aus der Fassung bringt. Den, der noch nicht einmal vor einer Handvoll Straßenräuber den Schwanz einzieht. Du musst mich nicht für dumm verkaufen. Als ob du es noch nicht gehört hättest. In den letzten Wochen sind hier immer wieder Reisende verschwunden, ohne einen Hinweis, was mit ihnen geschehen ist, noch wo sie sich aufhalten könnten. Jeder weiß, dass die Straßen seit einigen Wochen nicht mehr sicher sind. 10 Menschen sind wie vom Erdboden verschluckt. Du gibst mir recht, dass die Chancen, sie lebend wiederzusehen, eher gering sind. Ach, alles Geschwätz von alten Weibern und Betrunkenen, die sich des Abends im Gasthaus wichtig machen wollen. In dieser Gegend kommt es leider immer wieder vor, dass Menschen verschwinden. Manche verirren sich und werden Opfer der sich schnell verändernden Wetterverhältnisse. Und außerdem kommt es zu Unfällen oder sie werden das Opfer wilder Tiere. Wenn du mal ganz ehrlich bist, Matt, dann weißt du ganz genau, dass dies nicht der Grund für die vielen Vermissten ist. Selbst die Polizisten in den kleinen Dörfern hier in der Gegend gehen davon aus, dass diese Menschen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind und ihr Leben lassen mussten. So? Was soll es denn dann gewesen sein? Etwa Gespenster oder böse Geister? Ich bitte dich, hör dich mal reden. Du bist genau wie ich im Hochland aufgewachsen. Du kennst die Geschichten, die erst spät am Abend erzählt werden, wenn die Kinder bereits im Bett liegen. Wie auch immer, lass uns einfach zusehen, dass wir in das nächste Dorf kommen. Klar, ich habe auch keine Lust, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen. Schon gar nicht mit jemandem, der hinter jedem Baum und Felsen Gespenster sieht. Na nun komm, du alter Schwarzseher. Ja, was? Ist dir eigentlich auch aufgefallen? Was sollte mir jetzt denn schon wieder aufgefallen sein? Außer, dass du seit einiger Zeit meine Nerven strapazierst. Diese Stille. Diese unnatürliche Stille. Was meinst du? Nur wir sind zu hören. Kein Vogel, der zwitschert, keine Grille, die zirpt, nichts. Als ob die Natur den Atem anhält. Jetzt gehen die Pferde mit dir durch. Dafür wird es einen ganz einfachen Grund geben. Ach ja? Und welcher wäre das, bitteschön? Ach, was weiß denn ich? Hör zu, mir gefällt das nicht. Ich schlage vor, wir kehren um zu diesem Dorf, durch das wir gekommen sind. Das sind mindestens 2 Stunden bis dorthin. Außerdem ist es dann bereits dunkel. Es kann nicht mehr lange dauern, bis wir in die nächste Ortschaft kommen. Ach, wirklich? Das erzählst du mir nun bereits seit mehr als einer halben Stunde. Doch das Einzige, was wir zu sehen bekommen, sind Hügel, Felsen und gottverdammte Bäume. Ich habe keine Lust mehr. Ich sage, lass uns umkehren. Also schön, ich mach dir einen Vorschlag. Du wartest dort an dieser Baumgruppe auf mich. Und ich reite vor bis zu dieser Felsnase dort drüben. Wenn ich hinter der Kurve ein Haus oder ein Dorf sehe, reiten wir weiter. Wenn nicht, kehren wir um und reiten zurück. Na schön, was soll's. Wir machen es so. Gut, bis gleich. Oh, mir gefällt das alles nicht. Ich hätte auf meine Frau hören und mit ihr nach Manchester gehen sollen. Diese Stille macht mich wahnsinnig. Hey, Matt! Alles okay bei dir? Komm schon, Matt! Ich habe keine Lust auf den Blödsinn. Also sag schon, was gibt es da zu sehen? Matt! Was ist los bei dir? Wehe, das ist wieder einer deiner blöden Scherze. Das gibt es doch nicht. Hier ist niemand. Hey, Matt! Lass deine dämlichen Witze und komm raus, damit wir weiterreiten können. Er wird doch nicht einfach ohne mich weitergeritten sein. Das sehe ihm wieder einmal ähnlich. Moment mal. Was ist denn das? Das ist Blut. Matt,
Matt, ist dir was passiert? Matt? Oh mein Gott! Was bist du? Da! Ah! Und nun zu dir, mein kleines Hottehü. Ja, lauf nur, du kleines, ängstliches Pferdchen. Der kleine Mann ist noch nicht tot. Muss sich ändern. Nun ist wieder alles ganz still. Wundert dich dies? Der heutige Tag war eine einzige Schinderei. Aber ich bin mir sicher, dass ich meinen alten Vater auch im Halbschlaf noch schlagen kann. Wenn du da den Mund mal nicht ein wenig zu voll nimmst, Ryan. Noch habe ich dir nicht alle meine Taktiken verraten. Ach, bevor ich es vergesse, Schach. Tatsächlich, du bist wirklich ein ausgezeichneter Schachspieler. Nicht wahr? Nur leider nicht so gut wie dein Sohn. Schach und Matt. Teufel, wie konnte ich das übersehen? Sieh es endlich ein, dass ich der bessere Spieler von uns beiden bin. Dieser Tag liegt noch in weiter Ferne. Hast du das gehört, Dad? War ja nicht zu überhören. Was kann das gewesen sein? Es klang, als ob eines der Gatter geschlagen hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, alles richtig verschlossen und gesichert zu haben. Erwartest du noch jemanden? In diese Uhrzeit wohl kaum. Was willst du mit dem Gewehr? Nachsehen, was dort draußen vor sich geht. Warte, ich komme mit. Ich ziehe nur meine Jacke an. Kann losgehen. Es ist stockfinster da draußen. Ich kann keine 2 Meter weit sehen. Unsere Augen müssen sich erst an die Dunkelheit gewöhnen. Da ist doch jemand. Hallo, ist da jemand? Kommen Sie raus und zeigen Sie sich. Hören Sie, das ist Privatbesitz. Wer auch immer Sie sind, kommen Sie raus. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Spielchen. Also schön, Sie haben Ihre Chance gehabt. Wenn wir Sie finden, das schwöre ich Ihnen, werde ich Sie windelweich prügeln. Danach werden Sie es sich 3-mal überlegen, ohne Einladung Privatbesitz zu betreten. Komm, diesem Kerl werde ich es zeigen. Na warte, ich werde dir... Nein, nicht! Es ist bloß ein Pferd! Nicht schießen! Du hast recht, Vater. Es ist nur ein Pferd. Ein harmloses Pferd. Mit diesem Tier stimmt irgendetwas nicht. Es verhält sich merkwürdig. Lass uns schauen, ob es sich zum Stall hinüberführen lässt. Auf einen Versuch kommt es auf alle Fälle an. Mal sehen. Oh. Oh, ganz ruhig. Niemand tut dir irgendwas. Hm? Ganz ruhig. Niemand tut dir etwas. Hm? Was stimmt nicht mit dir? Bist du verletzt? Ja, du bist ein ganz feiner Kerl. Unglaublich. Du hast es tatsächlich beruhigen können. Oh, großer Gott. Allmächtiger. Oh. Was hat man mit diesem Tier nur angestellt? Es ist ein Wunder, dass es noch auf den Beinen steht. Der ganze Körper ist mit Wunden übersät, als ob es in einen Kampf geraten wäre. Ohne Frage, es hat viel Blut verloren. Der Sattel ist mit einem Wappen bestickt. Richtig, dem Wappen der Post Ihrer Majestät. Das bedeutet, das Pferd gehört einem Boten. Wo mag sein Besitzer stecken? Und was mag ihm zugestoßen sein? Die Wunden sind frisch und erheblich. Wie wurden sie dem Pferd wohl zugefügt? Es sind eindeutig Kratzspuren. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich sagen, das sind Spuren von Fingernägeln. Messerscharfen Fingernägeln. Vater,
Das hier solltest du dir einmal anschauen. Hier, an den Hinterläufen. Was gibt es? Für was hältst du das hier? Das kann nicht sein. Und doch sind sie da. Das sind Bisswunden. Ganz eindeutig. Hier an der Flanke des Tieres sind auch welche. Welches Tier hat ein solches Gebiss? Das weiß ich nicht. Jedenfalls keins, das ich bisher je zu Gesicht bekommen habe. Vielleicht waren es Wölfe, die das Pferd angefallen haben. In den Highlands gibt es schon bestimmt seit 100 Jahren keine Wölfe mehr. Aber was weiß ich schon. Ich bin nur ein alter Mann. Eins ist jedenfalls sicher. Sobald wir das Tier versorgt haben, müssen wir ins Dorf und hiervon berichten. Es sieht ganz danach aus, als habe sich ein furchtbares Verbrechen zugetragen. Die Polizei muss davon erfahren. Sobald die Sonne aufgeht, machen wir uns auf den Weg. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für den Besitzer dieses Pferdes. Wild und Holmes. Sonderermittler der Krone. Finsteres Hochland. Sind Sie sicher, dass wir ihn hier finden werden? Dieser elende Nieselregen durchnässt einen ja bis auf die Haut. Meinen Sie, mir bereitet es Freude, durch den Londoner Nebel zu stapfen und nach diesem elenden Mistkerl zu suchen? Ich könnte längst wieder im Diogenes-Club sein und ein gutes Buch lesen, doch stattdessen verfolge ich die Spuren der Sauftour dieses Kretans. Das war nun bereits die fünfte Spelunke, die wir besucht haben. Beschweren Sie sich nicht, Holmes. Schließlich bin ich es, der gemeinsam mit Wild nach Schottland reisen soll. Ich werde ihn in den kommenden Tagen ertragen müssen. Es wird jedenfalls nicht langweilig werden. So viel verspreche ich Ihnen. Auch wenn man es nicht glauben mag, in diesem Kerl steckt mehr, als man auf den ersten Blick vermuten will. Ja, ja, schon möglich. Können wir nun endlich hineingehen? Vielleicht bekomme ich ja da drin die Gelegenheit, den großen Schriftsteller persönlich kennenzulernen. Kommen Sie. Sehen wir nach, ob wir hier Glück haben. Der Laden ist zum Bersten gefüllt. Wird sicher nicht einfach, ihn in diesem Gedränge zu finden. Oh, vertrauen Sie mir. Wenn er hier ist, wird es eine Leichtigkeit sein, ihn aufzuspüren. Wir müssen nur den Ort suchen, wo es am lautesten und wildesten hergeht, und wir werden fündig. Dann kann er sich ja nur dort vorne in dieser Menschentraube am Tresen aufhalten. Dieser Idiot. Offiziell sitzt er im Zuchthaus und er hat natürlich nichts Besseres zu tun, als einen Pub aufzusuchen, wo ihn jeder kennt, und zu zechen. Hawthorne, gehen Sie und holen Sie ihn da raus. Ich warte in der Nische dort drüben auf Sie. Wir müssen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Wird gemacht, Mr. Holmes. Ich bin gleich bei Ihnen. Und dann habe ich meinen Degen genommen und tüchtig ausgeteilt. So und so und... Hey, was soll das? Was fällt Ihnen ein? Mitkommen! Sofort! Wohl kaum, Sie sind nicht mein Typ. Hallo, was tun Sie? Lassen Sie mich los! Das ist Freiheitsberaubung! Wenn du nicht sofort mit der Schreierei aufhörst, breche ich dir den Arm. Schließlich ist es ja eher dein Köpfchen, was uns von Nutzen ist. Ach, schon gut, kein Grund grob zu werden. Ich komm ja mit. Hinsetzen, Klappe halten und zuhören. Holmes, Sie sind es. Sie hätten doch nicht einen solchen Aufwand betreiben müssen. Sie wissen doch, wo Sie mich normalerweise finden. Sind Sie eigentlich noch zu retten, Wild? Offiziell sitzen Sie im Gefängnis. Und Sie haben nichts Besseres zu tun, als in einen Pub zu gehen, wo Sie bekannt sind wie ein bunter Hund und sich zu besaufen. Meine Geduld hat Grenzen. Ich habe mich gelangweilt. Wheeler ist wirklich keine angenehme Gesellschaft, müssen Sie wissen. Oh, glauben Sie mir, da kann ich für Abhilfe sorgen. Ich habe nämlich eine Luftveränderung für Sie geplant. Ich bedauere, London im Nebel gefällt mir ausgesprochen gut. Da trifft es sicher gut, dass Sie in dieser Frage nichts zu melden haben. Die Entscheidungen in Ihrem Leben trifft nämlich zurzeit nur einer, nämlich ich. Ich bin nur betrunken und nicht auf den Kopf gefallen. Also, wohin wollen Sie meinen geschundenen Körper nun schon wieder verschleppen? Ich habe genau das Richtige für Sie.
Viel frische Luft und eine herrliche Landschaft. Morgen geht es mit dem Zug nach Schottland. Um genauer zu sein, ins westliche Hochland. Sie wollen mich wirklich am Ende der Welt der Langeweile bis zum unausweichlichen Tod überlassen. Sie sind ein wahrer Menschenschinder. Alle Achtung! So langsam verstehe ich, warum Sie es als Schriftsteller so weit gebracht haben. Und Sie sind? Wir hatten bisher noch nicht das Vergnügen. Das ist Mr. Abel Hawthorne. Er wird Sie auf Ihrer Reise begleiten. So? Als was, mein Babysitter? Ich verfüge über gewisse Talente, die für diesen Einsatz nützlich sein könnten. Sie machen mich neugierig, denn ich meine Ihre Profession bereits erraten zu haben. Nun, wiederum machen Sie mich neugierig. Ich kann mir nicht erklären, wie Sie das erraten haben wollen. Seitdem man mich in einer Villa in Kensington in einen goldenen Käfig gesperrt hat, habe ich mich viel mit einer Methode beschäftigt, die der werte Herr Bruder dieses äußerst cholerischen Herrn hier entwickelt hat. Ich nehme an, Sie sprechen von der Methode der Deduktion. Ein überaus nützliches Werkzeug für die Ermittlungsarbeit eines Detektivs, die mein Bruder Sherlock in jahrelanger Arbeit verfeinert hat wie kaum ein zweiter. Ich bin mehr als gespannt, wie Sie sich auf diesem Gebiet machen. Ich werde Ihnen eine Kostprobe geben. Dazu ist es noch nicht einmal notwendig, nüchtern zu sein. Sie werden sehen. Also, beginnen wir. Bitte, ich kann es kaum erwarten, in den Genuss Ihrer Vorführung zu kommen. Sie sind erst vor wenigen Tagen aus dem Ausland zurückgekehrt. Ach, ich bitte Sie. Das ist doch ein Schuss ins Blaue. Die Chancen dafür, dass Sie mit Ihrer Vermutung richtig liegen, stehen recht gut. Zumal, wenn es sich um eine Person in der Gesellschaft von Mycroft Holmes handelt. Wenn Sie mich nicht bereits nach meinem ersten Satz unterbrochen hätten, wäre es mir möglich gewesen, weiter ins Detail gehen zu können. Sie haben recht. Ich bitte um Verzeihung. Fahren Sie fort. Danke. Ihre Reise führte Sie in eine Region unseres Planeten, die deutlich höhere Temperaturen und weitaus mehr Sonnenstunden vorzuweisen hat als Großbritannien. Ich tippe auf den afrikanischen Kontinent oder Indien. Dies verrät mir die dunkle Bräunung Ihrer Haut. Ein weiteres Indiz dafür, dass Sie längere Zeit im Ausland weilten, ist Ihre Kleidung. Sie ist zwar von europäischem Schnitt und hoher Qualität, allerdings sind sowohl Ihr Hemd als auch der Mantel nicht in unseren Gefilden gefertigt worden, da mir die Namen der Hersteller nicht geläufig sind. Beeindruckend. Alles, was Sie sagten, trifft zu. Ich bin erst vor wenigen Tagen aus Indien zurückgekehrt und habe zuvor längere Zeit in Kalkutta verbracht. Was konnten Sie noch in mir lesen? Sie verbringen viel Zeit im Freien und sind häufig dazu gezwungen, mit Ihren Händen zu arbeiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie Ihren Lebensunterhalt als Großwildjäger verdienen. Das können Sie unmöglich aus meiner Kleidung gelesen haben. Ich nehme an, Holmes hat bereits in der Vergangenheit über mich gesprochen. Da muss ich Sie enttäuschen, Mr. Hawthorne. Ich versichere Ihnen, nie zuvor über Ihre Person mit Mr. Wilde gesprochen zu haben. Wenn man die Technik erst einmal verstanden hat, erscheint sie einem sehr einfach und erlaubt Rückschlüsse, die man nicht für möglich gehalten hätte. Die Schwielen an Ihren Händen verrieten mir, dass Sie ein Mensch sind, der es gewohnt ist, hart zu arbeiten. Ein weiteres wichtiges Indiz sind die Narben auf dem Rücken Ihrer rechten Hand. Obwohl Sie bereits sehr alt zu sein scheinen, zeichnen Sie sich immer deutlich ab und ich bin mir sicher, dass Sie Ihnen von einem Tiger beigebracht wurden. In Indien muss man kein Jäger sein, um auf einen Tiger zu stoßen. Vollkommen richtig. Doch zwei weitere Beobachtungen verhärten meine Annahme. Die Einkerbungen unter Ihrem rechten Auge, die sich darauf zurückführen lassen, dass Sie lange Zeit durch ein Zielfernrohr oder ein Fernglas blicken, um Ihre Beute zu beobachten. Und natürlich nicht zu vergessen die Verfärbungen Ihrer Fingerkuppen durch das häufige Hantieren mit Schießpulver, wie es häufiger bei Militärangehörigen oder Jägern zu beobachten ist. Erstaunlich. Sie haben recht, ich bin Jäger. Ich habe mich bei meiner Arbeit allerdings auf die Jagd nach einigen besonderen Kreaturen spezialisiert. Da fragt man sich doch, wie ein Mensch mit Ihren Fähigkeiten hilfreich bei einer Reise ins beschauliche Schottland sein könnte. Wie wäre es, Holmes, wenn Sie die Katze aus dem Sack ließen? Es hat in den letzten Wochen einige besorgniserregende Vorfälle gegeben. Auf den abgelegenen Routen durch die Highlands sind wiederholt Menschen verschwunden. Zuletzt zwei Angestellte der Post Ihrer Majestät. Nach jetzigem Stand der Dinge gehen wir davon aus, dass keiner dieser mittlerweile 12 Personen noch am Leben ist. Und was meinen Sie, könnte diese Menschen geholt haben? Ich kenne kein Raubtier, das in den Highlands lebt, das die Anwesenheit eines Großwildjägers rechtfertigen würde. Oder gibt es etwas, was Sie mir verschweigen? Ich verschweige Ihnen nichts, was für diesen Fall von Bedeutung ist.
Wir wissen nicht, was dort oben im Norden sein Unwesen treibt. Doch es erscheint mir sinnvoll, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Tatsächlich ist es erstmals möglich, Schlüsse zu ziehen, womit wir es zu tun haben. Sie werden uns natürlich jeden Augenblick verraten, was das sein könnte. Überspannen Sie den Bogen nicht, Wild. Niemand ist unersetzlich. Bitte unterlassen Sie diese ständigen Drohungen. Sie wissen doch selbst am besten, dass Ihnen so schnell niemand zur Verfügung steht, der den Auftrag übernehmen könnte. Also erzählen Sie schon, was Sie noch für Informationen haben. Leider haben Sie die Lage richtig eingeschätzt. Ich werde Ihnen nun alles erzählen, was mir bekannt ist. Insgesamt gelten 12 Personen als vermisst. Alle verschwanden innerhalb der letzten 2 Monate in einem Gebiet von ca. 100 Quadratkilometern Größe. Von allen fehlt bisher jede Spur. Bis vorgestern. 2 Bauern haben auf ihrem Land eines der Pferde der beiden Boten entdeckt und versorgt. Von den Männern fehlt jede Spur. Allerdings fand man auf dem Fell des Tieres menschliches Blut. Das bedeutet, bisher sind auch keine Kutschen, Pferde oder sonstige Reittiere der Reisenden wieder aufgetaucht? Es ist, als seien sie wie vom Erdboden verschwunden. Man hat keinerlei persönliche Gegenstände oder Kleidung, geschweige denn ihre Pferde gefunden. Bis auf dieses eine Pferd, wie gesagt. Ich gebe zu, dies alles klingt nach einer Serie furchtbarer Verbrechen. Allerdings ist mir noch nicht klar, warum wir in dieser Angelegenheit tätig werden. Schließlich kann ich bisher keinen, sagen wir, besonderen Aspekt in diesem Fall erkennen. Das aufgegriffene Tier ist in einem grauenvollen Zustand. Der ganze Körper ist von den Spuren eines Kampfes verwüstet. Doch der eigentliche Grund, der uns so alarmierte, sind die Bissspuren, die überall auf dem Körper des Pferdes zu finden sind. Sie stammen von keinem uns bekannten Tier. Diese Bissspuren sind auch am Sattel und Zaumzeug zu finden. Die Ermittler vor Ort gehen davon aus, dass sich das Pferd durch einen Zufall befreien konnte und ansonsten vermutlich getötet und gefressen worden wäre. Es gilt in Erfahrung zu bringen, was für ein Grauen dort umgeht, bevor noch weiteres Unglück geschieht. Wir müssen unseren unbekannten Feind zur Strecke bringen, bevor die Region von einer Welle der Panik ergriffen wird. Eine Kreatur, die ein ausgewachsenes Pferd anfällt, dürfte einem normal gewachsenen Menschen deutlich überlegen sein. Wenn also der Besitzer des Pferdes ebenfalls auf dieses Wesen gestoßen ist, sind die Chancen, dass er noch lebt, gering. Wann sollen wir abreisen? Bereits morgen früh. Sie nehmen um 7 den Zug nach Inverness. Dort wird ein Vertreter der örtlichen Behörden zu Ihnen Kontakt aufnehmen und Sie, wo es möglich ist, unterstützen. Ich kann Sie leider nicht begleiten. Wichtige Termine machen mich leider unabkömmlich. Stattdessen wird Dr. Peyton mit von der Partie sein. Dr. Peyton? Der Pathologe? Wie könnte er uns von Nutzen sein in diesem Fall? Wie Sie selbst sagten, sind bisher keine Leichen entdeckt worden. Es besteht immerhin eine minimale Chance, dass alle Opfer noch am Leben sind. Wohl kaum. Diese Möglichkeit tendiert dem logischen Menschenverstand nach fast gegen null. Schließlich gab es bisher keinerlei Forderungen. Weder an die Familien der Verschwundenen noch an die Behörden, was eine Entführung unwahrscheinlich erscheinen lässt. Außerdem liegen bereits 8 Wochen zwischen dem ersten vermissten Fall und den jüngsten Ereignissen. Und auf Ihre Frage, warum ich den Doktor mitschicke, kann ich Ihnen sagen, dass Sie alle über wichtige Fähigkeiten verfügen, die im Verlaufe der Ermittlungen noch nützlich sein können. Die medizinischen Kenntnisse des Doktors zähle ich dazu. Ich werde auch nicht mit Ihnen die Zusammenstellung des Teams diskutieren. Sie drei werden sich schon zusammenraufen. Ich habe nichts gegen unseren Halbgott in Weiß. Wir werden uns auf unserer Reise sicherlich näher kommen. Ich werde Sie jetzt verlassen. Andere Pflichten verlangen nach meiner Aufmerksamkeit. Ich empfehle Ihnen, pünktlich zu sein. Sollten Sie nicht erscheinen, so wird das Konsequenzen haben. Sie tun es schon wieder. Was? Sie drohen mir. Oh, verdammt. Hawthorne, kommen Sie. Ich habe keine Lust, noch weitere Zeit in der Gesellschaft dieses Individuums zu verbringen. Ich begleite Sie nach draußen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend, Mr. Wild. Sehen Sie zu, Hawthorne, dass Wild nur so viel erfahren muss, wie unbedingt nötig. Ich denke, die Zeit ist noch nicht reif, dass er alle Details erfährt. Sie können sich auf mich verlassen. Gut. Und informieren Sie auch Peyton.
bedenken Sie, diese Sache muss schnell und ohne großes Aufsehen beendet werden. Wir haben endlich unser Ziel erreicht. Ich dachte schon, diese Zugfahrt wird niemals enden. Ich spüre meine Beine kaum noch. Glauben Sie bloß nicht, dass was uns jetzt erwartet, wäre auch nur im geringsten spannender als diese monotone Zugfahrt. Sehen Sie doch nur aus dem Fenster. Was für ein verschlafenes Nest, in dem wir hier gelandet sind. Kann uns nicht einer unserer Aufträge einmal nach Paris verschlagen? Die Stadt der Liebe. Und seht euch einmal den Schlag Mensch an, der die Bahnsteige bevölkert. Einfach und derb. Derb mögen Sie es doch zuweilen, was man so hört, Wild. Na nu, das ist ja eine ganz neue Seite an Ihnen, Doktor. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie mir gefällt. Sie werden sich daran gewöhnen. In meinem Beruf muss man sich den Humor bewahren. Es gibt leider entsetzlich wenig zu lachen. Kommen Sie, sehen wir zu, dass wir aus diesem Zug kommen und etwas frische Luft schnappen. Ich bin es nicht gewöhnt, mich so lange in geschlossenen Räumen aufzuhalten. Sie können Ihr anregendes Gespräch sicher noch später fortsetzen. Kommen Sie, Peyton. Wir tun unserem wilden Jäger den Gefallen. Es ist wirklich stickig in diesem Abteil. Oh, frische Luft. Das habe ich gebraucht. Wann verraten Sie uns endlich, was für ein Tier Sie eigentlich jagen und hier zur Strecke bringen wollen? Alles zu seiner Zeit, Wild. Seien Sie doch nicht so ungeduldig. Vielleicht bereuen Sie es später, so neugierig zu sein. Wie hieß nochmal dieser Constable, der uns hier abholen soll? Constable Winston Furlong. Das mag ja alles schön und gut sein, aber wie sollen wir ihn in diesem Gewusel finden? Wir wissen doch gar nicht, wie dieser Mann aussieht. Diese Frage erübrigt sich wohl. Sehen Sie den Mann dort drüben mit dem Schild? Darauf steht mein Name. Immerhin scheint er nicht komplett auf den Kopf gefallen zu sein und hat mitgedacht. Dafür ist er ausgesprochen hässlich, wie eine riesige Ratte auf zwei Beinen. Allein dieser Schnurrbart ist eine Beleidigung meiner Augen. Bei diesem Musterexemplar eines Mannes muss ich noch nicht einmal das Mittel der Deduktion anwenden, um zu wissen, dass er Junggeselle ist. Ah, hat er etwa Ihr Interesse geweckt? Nur zu, wir werden uns nicht zwischen Sie stellen. Bitte, Gentlemen, ein wenig mehr Disziplin. Wir sind hier nicht auf einem Schulausflug. Gehen wir hinüber und sehen zu, dass wir hier wegkommen. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie Constable Furlong sind? Ah, sind Sie sicherlich Dr. Peyton? Richtig, der bin ich. Herzlich willkommen in Inverness, dem Tor zu den Highlands. Vielen Dank. Darf ich Ihnen meine Begleiter vorstellen? Dies zu meiner Linken ist Mr. Abel Hawthorne. Sehr erfreut. Die Freude ist ganz meinerseits. Und dies zu meiner Rechten ist... Gray, Dorian Gray. Sehr erfreut. Ein außergewöhnlicher Name. Ja, das höre ich des Öfteren. Meine Frau Mama hatte schon immer einen Hang für das Besondere und Außergewöhnliche. Sie verstehen? Verstehe. Nun ja, ich würde vorschlagen, wir begeben uns direkt aufs Revier. Dort besteht die Möglichkeit, sich ein wenig zu stärken, bevor wir uns an die Arbeit begeben. Und danach bringe ich Sie zu Ihrem Hotel. Das klingt nach einem Plan. Verlieren wir keine weitere Zeit und begeben uns auf die Wache. Folgen Sie mir bitte. Eine Droschke wartet vor dem Eingang des Bahnhofs auf uns. Die Fahrt wird nicht lange dauern. Immerhin verstehen Sie in diesem gottverlassenen Winkel der Welt etwas von Gastfreundschaft. Ich bin überrascht. Die Stadt ist viel kleiner als vermutet. Als letzter Außenposten der Zivilisation hätte ich ein wenig mehr erwartet. Glauben Sie mir. Wenn Sie erst einmal weiter nach Norden gereist sind, wird Ihnen Inverness wie London, Rom oder Paris erscheinen. In den Highlands gibt es nur kleine Dörfer und einzelne Gehöfte, meist kilometerweit entfernt. Inverness ist tatsächlich der Umschlagplatz für alles, was aus dem Norden kommt. Ich nehme an, die Zahl der Verbrechen dürfte sich in dieser Gegend in Grenzen halten. Bis vor kurzem war dies auch so. Viehdiebstahl oder eine Kneipenschlägerei, die aus dem Ruder gelaufen ist, waren der Alltag. Doch das hat sich vor einigen Wochen verändert. Ich nehme an, Sie sprechen von den Vermissten. Vermisste? Ich habe da meine ganz eigene Theorie. Mittlerweile spricht man hier und in den umliegenden Dörfern von Mord. Niemand verschwindet ohne jeglichen Hinweis. So, da wären wir. Kommen Sie rein. Das ist mein bescheidenes Büro. Ganz schön kalt hier. Haben Sie keinen Kamin? Das ist für meine Gehaltsgruppe leider nicht vorgesehen. Aber immerhin haben wir alle einen Stuhl. Ich finde, das ist schon ein enormes Maß an Luxus.
In der Tat ganz beachtlich. Sie sagten, Sie hätten eine ganz eigene Theorie, was die verschwundenen Reisenden betrifft. Oh ja, die habe ich. Das habe ich jetzt gebraucht. Das wärmt. Möchte noch jemand? Nein, vielen Dank. Also, wir hören. Oh, Sie haben es ja eilig, meine Güte. Also, zunächst einmal glaube ich nicht, dass eine der vermissten Personen noch am Leben ist. Wir sollten davon ausgehen, dass sie alle mausetot sind. Von denen taucht keiner wieder auf. Na, zumindest nicht lebend. Gibt es dafür Beweise? Beweise? Nein. Nein, die gibt es nicht. Aber glauben Sie allen Ernstes, jene, die vor über 8 Wochen wie vom Erdboden verschwunden sind, sind wirklich noch am Leben? Es gibt keine Lösegeldforderungen und keinerlei Spuren, wo sie sich aufhalten könnten. Was halten Sie denn von der Theorie, diese Leute seien das Opfer wilder Tiere geworden? In London spricht man von Wölfen. Wölfe. Das zeigt mir, dass man in London keine Ahnung hat, wovon man spricht. Es gab noch nie Wölfe in dieser Gegend. Wo sollten die also so plötzlich herkommen? Allerdings denke ich tatsächlich, dass wir es mit einer Art Raubtier zu tun haben. Allerdings kein mir bekanntes. Was meinen Sie, guter Mann? Ich schlage vor, das sehen Sie sich am besten selbst an. Deshalb haben Sie doch diesen weiten Weg auf sich genommen, oder? Ja, also kommen Sie. Die Asservatenkammer ist nur eine Tür weiter. Dort können Sie sich selbst einen ersten Eindruck verschaffen, womit Sie es zu tun bekommen werden. Eigentlich ist dieses Gitter vollkommen überflüssig, denn unsere Kammer ist fast leer. Kommen Sie, hier bewahren wir die gefundenen Sättel auf. Sie sagten, das Pferd trug ebenfalls eine Vielzahl von Bisswunden davon? So schilderten es die beiden Männer, die uns den Sattel brachten. Das Tier ist nur mittlerweile eingegangen. Ich würde mir diese Zahnabdrücke gerne einmal genauer anschauen. Natürlich, deshalb sind wir schließlich hier. Das Pferd ist eingegangen? Wie kam es dazu? Waren die Wunden noch schlimmer als zunächst angenommen? Wie ich hörte, entzündeten sich die Wunden. Es muss fürchterlich gewesen sein. Man sagte mir, so etwas hätte keiner zuvor gesehen. Brandig und schwarz seien sie gewesen. Das klingt, als ob Sie nicht selbst dort gewesen wären und alles nur vom Hören sagen können. Der Hof der McKinnocks liegt mitten im Nichts. Wissen Sie eigentlich, wie schwierig es ist, dort hinaus zu gelangen? Ich glaube, das gehört zu Ihren Pflichten als Polizist, solche Dinge selbst in Augenschein zu nehmen. Hawthorne, können Sie etwas damit anfangen, was uns Furlong hier schildert? Es ist nicht ungewöhnlich, dass die Mäuler vieler Raubtiere Bakterien enthalten, die Entzündungen und Wundbrand beschleunigen können. Allerdings sprechen wir da nicht mehr von einem Wolf oder etwas in der Art. Sondern? Sie haben doch sicherlich bereits eine Vermutung, oder? Ja, ich habe bereits eine Vorstellung, doch die ist noch unwahrscheinlicher als ein Wolf. Wir reden hier von einer großen Raubkatze, etwa ein Löwe oder Panther. Etwas in der Art. Oder es ist etwas, womit keiner rechnet. Sie haben recht, das klingt in der Tat unwahrscheinlich, obwohl in meiner kurzen Zeit mit Mycroft Holmes habe ich gelernt, auch das Unmögliche in Erwägung zu ziehen. Oha, ja. Das haben wir wohl alle gelernt, die wir ihn näher kennenlernen durften. Und Peyton, können Sie uns nun ein wenig mehr verraten? Was sagen Ihnen diese Bissspuren? Peyton? Mr. Wild... Ich meine, Gray hat Ihnen eine Frage gestellt. Wie? Natürlich. Ich sehe in der Tat klarer. Nun lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was haben Sie entdeckt? So kenne ich Sie ja gar nicht, Doktor. Ich muss dringend nach London telegrafieren. Unser Verdacht hat sich bestätigt. Wo finde ich eine Telegrafenstation, Constable? Nur wenige Meter die Straße hinunter. Sie können es gar nicht verfehlen. Besten Dank. Sobald ich zurück bin, müssen wir uns unverzüglich auf den Weg zu diesem Bauernhof begeben. Die Menschen dort schweben in höchster Gefahr. Und weg ist er. Irgendwas muss ihm eine scheiß Angst eingejagt haben. Was wird hier eigentlich gespielt, Hawthorne? Ich habe das Gefühl, Sie und der Doktor verheimlichen mir etwas. Aber es kann natürlich sein, dass der gute Doc die Arbeit mit seiner schweigsamen Kundschaft auf Dauer psychisch nicht so gut verkraftet hat. Ich bedauere. Selbst wenn ich wollte, dürfte ich Ihnen nicht mehr erzählen. Schön. Wenn man der Meinung ist, dass es eine gute Idee sei, dass alle anderen Teilnehmer dieses grandiosen Ausfluges über mehr Wissen verfügen als ich, so ist die Reise an dieser Stelle für mich zu Ende. Sie wissen doch genau, wohin das führt. Wenn Mycroft von Ihrem widerspenstigen Verhalten erfährt, steckt er Sie wieder in eine Zelle, ehe Sie bis 3 gezählt haben. Also machen wir weiter wie bisher. Wie bisher? Ich habe mich wohl verhört.
Ich setze hier womöglich mein Leben aufs Spiel, ohne zu wissen, womit ich es zu tun habe. Und Sie haben vollkommen recht. Mycroft Holmes würde es natürlich eine schiere Freude sein, mich wieder in ein finsteres Verlies stecken zu können, wo ich unschuldig für Jahre verschimmeln würde. Aber der selbstgefällige Fettsack ist nicht hier. Und er ist der Einzige, der mich dazu zwingen könnte, hier zu bleiben. Und sicherlich nicht Sie, Hawthorne. Seien Sie sicher, Wilde. Sie sind nicht der Einzige, der gegen seinen Willen hier ist. Holmes ist ein Meister darin, sich Menschen, die ihm nützlich erscheinen, gefügig zu machen. Habe ich Sie richtig verstanden? Auch Sie werden von Holmes dazu genötigt, hier zu sein? Wilde? Wieso nennen Sie den Mann Wilde und nicht Gray? Also, ich verstehe gar nichts mehr. Mr. Hawthorne ist aufgeregt und hat im Eifer des Gefechts einen falschen Namen benutzt. Nichts, worüber man sich Gedanken machen muss. Richtig. Das passiert mir manchmal, wenn ich aufgeregt bin. Um Ihre Frage zu beantworten, Gray. Ich wurde bereits vor Jahren in den Dienst dieses Mannes gepresst. Immer wieder greift er auf meine Dienste zurück. Immer dann, wenn es ihm nützlich erscheint. Und ich kann nichts dagegen tun, außer seinen Befehlen Folge zu leisten wie eine Marionette. Und dass ich mehr Wissen als Sie habe, ist nur der Tatsache geschuldet, dass ich seit langem für Holmes arbeite und er weiß, dass er mir vertrauen kann. Und sein Vertrauen vergibt Mycroft Holmes keinesfalls leichtfertig. Ja, das klingt genau nach dem Mann, den ich auch vor nicht allzu langer Zeit kennenlernen durfte. Wenn Sie mehr über unseren Auftrag erfahren wollen, halten Sie sich an den Doktor. Er weiß alles darüber, was hier vor sich geht, und er ist auch im Besitz der Akte. Akte? Was für eine Akte? Wovon sprechen Sie da? Ich habe bereits zu viel gesagt. Wie gesagt, sprechen Sie mit Peyton. Das Schicksal scheint mir wohlgesonnen und nicht länger bereit, mich blind ins Verderben rennen zu lassen. Das Telegramm ist unterwegs. Wir können aufbrechen. Packen Sie zusammen. Nicht so hastig. Ich habe da einige Fragen an Sie, Peyton. Außerdem, wer hat Sie eigentlich urplötzlich zu unserem Anführer gemacht? Für so etwas ist jetzt keine Zeit. Sie können Ihre Fragen auch unterwegs stellen. Falsch. Ich werde sie jetzt stellen und Sie diese umgehend beantworten. Benjamin, zeig ihm die Akte. Wie? Abel, was redest du da? Du weißt, das geht nicht. Außerdem ist das Material streng vertraulich. Ich sagte, zeig sie ihm. Also schön. Aber dir ist schon klar, dass Holmes einen Tobsuchtsanfall bekommt, wenn er davon erfährt. Du weißt, dass er Wilde für labil hält. Holmes ist mehrere hundert Meilen weit entfernt in London. Wir müssen ein Team bilden und dafür ist es wichtig, dass er es weiß. Wovon reden Sie da eigentlich? Ich verstehe kein Wort mehr. Da sind Sie nicht der Einzige, mein Bester. Hier, lesen Sie das. Mögliche Fragen werde ich Ihnen so gut ich kann beantworten. Was ist das? Die Antwort auf Ihre Fragen. Das ist eine Krankenakte, wenn mich nicht alles täuscht. Eine sehr umfangreiche, wie es den Anschein hat. Sehr richtig. Sie wurde von den bekanntesten Koryphäen auf ihrem jeweiligen Gebiet erstellt. Und was ist das? Das ist eine Fallakte. Diese Bilder. Das ist einfach nur abartig. Geradezu grotesk. Was zeigen Sie mir hier? Was Sie da in den Händen halten, ist die Fallstudie des Barnabas Moore. Moore wird als verhaltensgestört, obsessiv und außerordentlich brutal eingestuft. Obsessiv? In welcher Hinsicht? Liegt das nicht mittlerweile auf der Hand? Wenn ich ehrlich bin, nein. Noch kann ich nicht alle Teile an die richtige Stelle setzen. Moment mal. Ist dies ein Zahnabdruck? Aber das kann nicht sein. Kein Mensch hat solch ein Gebiss. Er hat seine Zähne zugefeilt. Darf ich mal sehen? Entschuldigen Sie bitte, aber dies ist das Gebiss eines Tieres, nichts anderes. Eines solchen Tieres wie jenes, das seine Abdrücke auf dem Sattel hinterlassen hat. Können Sie mir nun folgen? Moore ist ein Kannibale. Richtig, jetzt haben Sie es. Barnabas Moore ist ein geisteskranker Mörder mit einer Vorliebe für frisches Fleisch. Menschenfleisch. Eine Vorliebe, die er übrigens mit all seinen Familienmitgliedern gemein hatte. Das klingt alles wie ein böses Märchen. Bei einer solchen Mordserie, wie sie in dieser Akte beschrieben wird, ist es unmöglich, dass die Öffentlichkeit keinen Wind davon bekommen hat. Doch, es ist möglich. Nämlich dann, wenn die ganze Geschichte von Männern wie Mycroft Holmes unter den Teppich gekehrt wird und Männer wie Benjamin und ich dafür sorgen, dass solche Bestien aus dem Verkehr gezogen werden. Da muss aber etwas verdammt schiefgelaufen sein, denn wie es den Anschein hat, ist Barnabas Moore wieder auf freiem Fuß und peppt seinen Speiseplan mit knackigen Briefträgern auf. Eigentlich hätte er nie wieder in Freiheit gelangen dürfen. Schließlich haben wir ihn damals in den Grey Tower verfrachtet. Er war der Einzige der Sippe, den wir lebend in die Finger bekamen. Abel, du redest dich um Kopf und Kragen. Sei endlich still! Ich sehe, Sie beide stecken voller Geheimnisse. Was ist nun schon wieder der Grey Tower? Und von welchem Einsatz sprechen Sie da eigentlich? Der Grey Tower ist eine geheime Einrichtung der Krone.
Sie unterliegt der höchsten Geheimhaltungsstufe. Der Grey Tower ist der Ort, an dem man die schlimmsten Verbrecher verwahrt, die jemals England heimgesucht haben. Solch furchtbare Verbrechen, dass man sie vor der Öffentlichkeit geheim halten muss. Die Bandbreite der Insassen ist groß. Geisteskranke Mörder, wahnsinnige Wissenschaftler, Menschen mit besonderen Begabungen und Launen der Natur, die viele als Freaks bezeichnen würden. Das soll ich Ihnen glauben? Mal angenommen, ein solches Gefängnis würde es tatsächlich geben. So scheint es mir unmöglich, dass noch niemand je davon erfahren hat. Den einen oder anderen Versuch wird es bestimmt gegeben haben. Doch ist es noch nie jemandem gelungen, sein Wissen weiterzutragen. Sie meinen... Ganz richtig. Man hat sie beseitigt. Grey Tower muss ein gut gehütetes Geheimnis bleiben. Sie beide dürfen unter keinen Umständen je davon berichten oder anderen Menschen erzählen. Wenn sie es doch tun, wird es nicht sehr lange dauern, bis sie mit einem Messer an ihrer Kehle aus dem Schlaf erwachen. Was dann auch das Letzte sein wird, was sie sehen werden. Ich werde ihre Worte beherzigen. Wo befindet sich dieser Tower denn eigentlich? Hier im Hochland. In einem abgelegenen, nur schwer zugänglichen Tal. Vielleicht werden Sie eines Tages ja selbst einmal dorthin reisen, obwohl ich hoffe, dass Ihnen dieser Anblick erspart bleibt. Noch nie zuvor oder danach war ich an einem Ort mit einer derart finsteren und bösartigen Aura wie dem Grey Tower. Man bekommt das Gefühl, die Verdorbenheit seiner Insassen sei in die Wände des Gemäuers gesickert, wo sie wie fauliger Atem die ganze Gegend verpestet. Es heißt, die beiden häufigsten Gründe, warum jemand vom Personal aus dem Dienst ausscheidet, seien Wahnsinn oder Selbstmord. Ein solcher Ort scheint mir unvorstellbar. Und doch existiert er. Woher kennen Sie Barnabas Moore? Wie ich Ihren Worten entnehmen konnte, sind Sie ihm bereits bei einem früheren Fall begegnet. Das wüsste ich allerdings auch zu gern. Schließlich möchte ich schon wissen, auf was ich mich hier einlasse. Es steht Ihnen jederzeit frei zu gehen. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass man wissen möchte, wer einem gegenübersteht. Doch das ist keine erfreuliche Geschichte. Abel, nicht auch noch diese Geschichte. Holmes wird uns hängen lassen. Außerdem verfolgt mich dieser Auftrag noch jede Nacht in meinen Träumen. Muss das sein? Ja, Benjamin, es muss. Und du weißt so gut wie ich, Holmes wird uns kein Haar krümmen, weil wir ihm nützlich sind. Und du solltest nie vergessen, dass keiner freiwillig in seine Dienste getreten ist. Sie sehen mich überrascht, Gentlemen. Bisher war ich immer der Meinung, ich sei der Einzige, der in seine Knechtschaft gezwungen wurde. Sie beide hätte ich als Vertraute oder sogar Freunde dieses Mannes gesehen. Dann darf man also gespannt sein, welche dunklen Geheimnisse Sie verstecken müssen und sich genötigt sehen, Mycroft Holmes zu Diensten zu sein. Seien Sie versichert. Dieser Mann hat keinerlei Freunde. Was dem am nächsten kommt, ist vielleicht sein jüngerer Bruder Sherlock. Aber nun genug davon. Ich werde Ihnen nun von unserem ersten Treffen mit dem geisteskranken Mörder Barnabas und seiner Sippe berichten. Es war an einem nasskalten Februartag des Jahres 1890. Es war bereits später Nachmittag und die Dämmerung war nicht mehr fern. Den ganzen Tag hat es geregnet. Im Laufe der Stunden hatten sich immer mehr Schneeflocken unter den Regen gemischt und es war deutlich kälter geworden. Wir waren zu zehnt. Zehn zu allem entschlossene Männer auf ihrem Weg durch einen abgelegenen Teil des Lake Districts. Die Angelegenheit war so brisant, dass Mycroft Holmes, obwohl es ihm zutiefst widerstrebte, unsere kleine Gruppe begleitete. Seit Monaten verschwanden immer wieder Menschen auf den einsamen Straßen durch dieses Gebiet. Doch dies war erst der Anfang. Plötzlich verschwanden auch Menschen scheinbar spurlos aus ihren Häusern. Die Polizei stocherte im Dunkeln und es gelang ihnen zu keiner Zeit, einen wirklichen Verdächtigen zu präsentieren. Holmes wurde von verschiedenen Seiten dazu aufgefordert, die Sache ohne Aufmerksamkeit zu erregen, zu bereinigen. Ein Zufall lieferte die heiß ersehnte Spur. Ein Jagdaufseher hatte an einem abgelegenen See eine Feuerstelle entdeckt. Unweit davon stieß der Mann auf einen Haufen mit Schuhen und Kleidung, die eindeutig einigen der Vermissten gehörten. Bei genauerer Betrachtung des erloschenen Feuers fand der Aufseher eine ganze Anzahl an Knochen. Knochen, die eindeutig menschlichen Ursprungs waren und die Spuren menschlicher Zähne aufwiesen. Holmes wählte Benjamin und mich aus, ihn zu begleiten, außerdem fünf äußerst erfahrene Constables von Scotland Yard. Wir dachten, wir seien gut vorbereitet auf das, was vor uns liegt. Wir hatten ja keine Ahnung, auf was wir stoßen sollten.
Sind Sie eigentlich sicher, Holmes, dass wir immer noch auf der richtigen Fährte sind? Glauben Sie mir, Peyton, diese Männer verstehen ihr Handwerk. Sie haben der Krone schon bei so mancher kniffligen Aufgabe geholfen. Und Spuren lesen gehört zu ihrem kriminalistischen Alltag. Holmes hat recht. Wir befinden uns immer noch auf dem richtigen Weg. Wer auch immer sich in dieser Gegend versteckt hält, scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Die Spuren sind seit dieser Feuerstelle, die uns der Jagdaufseher beschrieben hat, sehr deutlich. Viel verstörender finde ich es, dass einige der Fußabdrücke, die wir gefunden haben, von bloßen Füßen stammen. Wer bitte läuft mitten im Winter barfuß durch die Wälder? Wohl die gleichen kranken Seelen, die Menschenfleisch auf ihrem Speiseplan stehen haben. Kaum vorstellbar. Kannibalismus im Herzen Englands. Auf Borneo oder an einem anderen entlegenen Ort der Erde kann man sich das gerade noch für real erachten, aber hier? Ich sagte doch bereits, wenn Sie mit mir zusammenarbeiten, sollten Sie auch immer mit dem Unerwarteten rechnen. Halt! Sir, hinter dem Hügel dort vorn steigt Rauch auf. Wie es den Anschein hat, kommt er aus dem Eingang einer Höhle. Es sieht so aus, als hätten wir unser Ziel erreicht. Ich bin gespannt, auf was für Kreaturen wir hier stoßen werden. Forbes, postieren Sie zwei Ihrer Männer hier draußen. Für den Fall, dass es einen weiteren Ausgang gibt oder uns jemand durch die Höhle entwischen will. Der Rest von uns geht rein. Sehr wohl, Sir. Sie können sich auf meine Männer verlassen. Danke, Forbes. Unser vorrangiges Ziel ist es, mögliche Überlebende aus den Händen dieser Wilden zu befreien. Sollte es uns gelingen, einen dieser Kannibalen lebend zu bekommen, schön. Wer nicht, auch gut. Also, meine Herren, viel Glück für Krone und Vaterland. Los geht's. Sie bleiben besser in meiner Nähe, Peyton. Schließlich wollen wir ja beide wieder heil aus der Nummer herauskommen, nicht wahr? Und ich glaube, Schießen ist nicht so Ihre Stärke. Oder irre ich mich? Nein, Sie irren nicht. Ich bin Mediziner und kein Revolverheld. Sehen Sie? Und ich kein Arzt. Also gehen wir. Meine Männer sind auf der Rückseite des Hügels in Stellung gegangen. Dort kommt keiner durch, ohne uns in die Falle zu gehen. Sehr gut. Wir nehmen die Vordertür. Beordern Sie einen Ihrer Männer an die Spitze, Forbes. Hawthorne, Sie gehen als Nächster. Wir anderen folgen. Und wenn es geht, bitte, bitte alles möglichst leise. Jawohl. Verstanden. Dann los. Vor dem Eingang hängt eine Art primitiver Vorhang. Ist das etwa... Ich fürchte ja. Er ist aus gegerbter Haut. Menschenhaut. Reißen Sie sich zusammen. Ich dachte, Sie sind Arzt. Da sollte Sie sowas nicht unvorbereitet treffen. Forbes, den Vorhang beiseite. Wird gemacht. Was für ein Gestank. Darin riecht es wie im Bau eines Raubtiers. Weiter. Vielleicht kommen wir noch nicht ganz zu spät. Sehen Sie nur die Wände. Sie sind mit Malereien bedeckt. Sie sehen aus wie die Zeichnungen, wie man sie bereits mehrfach in den Höhlen von Urzeitmenschen entdeckt hat. Mit dem Unterschied, dass auf den Bildern der Urzeitmenschen die Jagd auf Tiere dargestellt wurde und nicht auf Menschen. Hier zweigt ein Tunnel ab. Ich glaube, an dieser Stelle geht es tiefer in den Hügel hinunter. Los, sehen wir nach. Forbes, Sie vorweg! Da vorne kommen wir in eine weitere große Höhle. Es ist niemand zu sehen. Wie es aussieht, zweigen mehrere Gänge von dort ab. Es brennt auch ein Feuer. Jemand muss erst vor kurzem hier gewesen sein. Sehen wir uns das Ganze einmal an, aber vorsichtig. Was ist das da vorne für ein Stapel von Plunder? Das ist kein Plunder. Das sind die Kleidungsstücke der Vermissten. Seht, Hosen, Kleider und etliche Paar Schuhe. Alles achtlos auf einen Haufen geworfen. Wir sollten weitergehen. Noch haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite.
Wenn wir mal nicht schon längst entdeckt wurden. Irgendwie ist es seltsam, dass wir noch niemandem begegnet sind. Womöglich hat man uns bereits erwartet und wartet nur auf die passende Gelegenheit, die Falle zuschnappen zu lassen. Ich finde, diese Höhle ist ganz ausgezeichnet geeignet für einen Hinterhalt. Wer auch immer hier haust, kann uns gleich aus mehreren Richtungen attackieren. Das ist ein Speer! Jemand hat Forbes einen gottverdammten Speer durch die Kehle gerammt! Zeigt diesen Wilden, mit wem sie es zu tun haben! Feuer frei! Kaum hatte Holmes seine letzten Worte gesprochen, da brach auch schon die Hölle über uns herein. Aus allen Tunnelöffnungen stürzten sie sich auf uns. Auch aus dem Gang, durch den wir in die Höhle gelangt waren, stürzte sich unser Gegner auf uns. Wir waren eingekreist. Wir sahen uns einer blutrünstigen Horde gegenüber. Einige unserer Angreifer waren scheinbar degeneriert oder auf grauenvolle Art entstellt. Andere wiederum wirkten seltsam normal, wenn man vernachlässigte, dass sie ihre Zähne zugefeilt hatten. Im Licht des flackernden Feuers entwickelte sich ein Kampf um Leben und Tod. Schnell füllte Pulverdampf die Höhle und erschwerte die Sicht. Ich vermag heute nicht mehr zu sagen, wie lange der Kampf andauerte. Gefühlt vergingen mehrere Stunden, aber es dürften tatsächlich nur wenige Minuten gewesen sein, bis das blutige Gemetzel ein Ende fand. Mit zittrigen Gliedmaßen und keuchendem Atem Blut überströmt, mit dem Blut unserer Feinde hatten nur Peyton, Holmes und ich den Angriff überlebt. So dachten wir. Wie wir wenig später herausfanden, hatte auch einer der Höhlenbewohner überlebt. Barnabas Moore. Welch eine bizarre Geschichte. Was waren das für Menschen, auf die Sie dort gestoßen sind? Bei einer späteren, genaueren Durchsuchung der Höhle fand man eine Reihe von Schriftstücken unter den Habseligkeiten der ehemaligen Bewohner. Einige von ihnen schienen lediglich den Verstand von Kleinkindern zu besitzen, während andere wiederum scheinbar lesen und schreiben konnten. So erfuhren wir, dass alle einer Familie entstammten. Der Familie Moore. So erfuhren wir auch, was der Auslöser für den Kannibalismus war. Die Familiengeschichte ging bis ins 16. Jahrhundert zurück. Eine Reihe von Missernten trieb die Familie zu ihrem monströsen Handeln, um nicht zu verhungern. Dabei entwickelte sie eine Vorliebe, die sich auch in den kommenden Jahrzehnten fortsetzen sollte. Ihre neuen Essgewohnheiten zwangen die Familie in die Isolation. Was wiederum die Missbildungen einiger Familienangehöriger erklärte, auf die sie stießen, als sie die Höhle betraten. Es kam kein frisches Blut in die Familie. Exakt. Inzucht war eine Folge der Isolation. Barnabas Moore, der als einziger überlebte, wie Sie sicherlich bereits erraten haben, zählt aber zu jenen, die über einen sehr klaren und raffinierten Verstand verfügen. Man darf ihn keinesfalls unterschätzen. Das will ich Ihnen unumwunden glauben. Doch was ich nicht verstehen kann, ist, wie es einer solchen Bestie gelungen ist, zu fliehen. So wie Sie diesen Grey Tower schilderten, scheint es unmöglich, von dort zu entkommen. Und warum gerade jetzt und nicht früher? So viel wir bisher wissen, muss er Hilfe von außen gehabt haben. Die Tür seiner Zelle wies keinerlei Spuren von Gewaltanwendung auf. Jemand muss mit einem Schlüssel die Zellentür geöffnet und das Monster befreit haben. Was den Zeitpunkt seiner Flucht betrifft, lesen Sie besser selbst. Das hier wurde unter dem Stroh in seiner Zelle gefunden. Wir wissen nicht, wer ihm den Brief zugespielt hat. Wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, will Barnabas glaubhaft machen, seine Mutter sei noch am Leben und erwarte ihn. Klar, dass er bei einer solchen Nachricht versuchen würde, in Freiheit zu gelangen. Moment mal, was ist denn das? Dieses Siegel kenne ich. Das ist... Natürlich kennen Sie es. Schließlich ist es Ihnen ja bereits bei Ihrem ersten Einsatz für Holmes unter die Augen gekommen. Der Zirkel der Sieben. Der Wanderer zwischen den Welten stand ebenfalls in Kontakt mit dieser geheimnisvollen Organisation. Wie weit müssen die Kontakte des Zirkels reichen, wenn es ihnen gelingt, sogar in die geheimsten Einrichtungen der Regierung vorzudringen und dort ihre Spitzel und Helfershelfer zu etablieren? Ich war kein Freund der Politik dieses Landes und jener, die sie machen. Wenn ich mir allerdings vorstelle, der Zirkel der Sieben würde sein Ziel erreichen, wird mir ganz bange. Entschuldigen Sie bitte meine Unwissenheit, Wilde. Aber was hat es mit diesem Zirkel der Sieben denn nun genau auf sich? Sein Siegel, ein ausgebrochener Vulkan und die darum angeordneten Vögel machen keinen besonders bedrohlichen Eindruck auf mich. Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Ich bin selbst erst einmal auf diese Gruppe gestoßen und dabei nur knapp mit dem Leben davongekommen.
Wer sich hinter dieser Vereinigung versteckt, ist uns bisher vollkommen unbekannt. Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass es ihr Ziel ist, Großbritannien und das gesamte Empire zu vernichten. Dabei greifen sie auf besonders unkonventionelle Mittel zurück, wie die Vergangenheit bereits bewiesen hat. Und nun haben diese Wahnsinnigen einen gemeingefährlichen Kannibalen auf freien Fuß gesetzt und niemand weiß, wo er sich in den Highlands verborgen hält? Was für eine Katastrophe! Wenn es allerdings das erklärte Ziel des Zirkels ist, England und dem Königshaus dauerhaft zu schaden, verstehe ich nicht, welchen Nutzen diese Befreiungsaktion denn genau haben soll. Ja, richtig. Die Antwort darauf verlangt ein gewisses Maß an Weitblick, der nicht jedem von uns zu eigen ist. Wenn die Kunde von diesen Taten in die Presse nach London gelangt und die Menschen erkennen, was sich hinter den vermissten Fällen verbirgt, wird Panik ausbrechen. Doch das ist nur der Auftakt zu weiteren, noch verhängnisvolleren Ereignissen, die sich einstellen werden, wenn man diesen Geisteskranken nicht zu fassen bekommt. Schottland würde gemieden werden und die Schotten werden argwöhnisch gegenüber ihren Nachbarn im Süden. Vielleicht will man ihnen in dieser Angelegenheit ja gar nicht zur Seite stehen. Wer könnte ihnen diese Gedanken verübeln? Schließlich ist die Vergangenheit voller Ereignisse, bei denen sich gezeigt hat, dass England nicht der Freund Schottlands ist, sondern eine Besatzungsmacht. Im schlimmsten Fall, wenn man Moore nicht zu fassen bekommen sollte, könnte es zu einem Bürgerkrieg kommen. Aber das ist nun wirklich ein wenig weit hergeholt, finden Sie nicht? Keineswegs. Denn ich bin mir sicher, dass bereits weitere Helfershelfer des Zirkels in ganz England in den Startlöchern stehen, um die ganze Angelegenheit auf die unterschiedlichsten Arten zu befeuern und den größtmöglichen Schaden anzurichten. Der Zirkel macht sich eine menschliche Bestie zunutze, um das Land zu spalten. Es gäbe sicherlich keine größere Katastrophe, als wenn sich Schottland gegen die Krone erheben würde, wenn es das Gefühl bekommt, man unternehme nichts gegen das blutige Treiben in den Highlands. Alte Rivalitäten würden wieder deutlich zutage treten. Sie könnten tatsächlich recht haben mit Ihrer These, Wild. Zusammengenommen klingt es nicht mehr so unwahrscheinlich. Machen wir, dass wir auf diesen Hof kommen. Wer bitteschön zieht freiwillig in eine solch gottverlassene Gegend? Hier, Wild, nehmen Sie einen Schluck aus meinem Flachmann. Das wird Sie ordentlich durchwärmen. Da sage ich gewiss nicht nein. Mon Dieu, das nenne ich mal einen Tropfen. Echter Highland Single Malt Whisky. Gibt nichts Besseres, um die alten Knochen wieder zu erwärmen. Sagen Sie, wie weit ist es noch, Furlong? Wir müssten doch schon bald am Ziel sein, wir sind schließlich schon Stunden unterwegs. Dort vorn beginnt das Land der McKinnocks, an dem Eingang zu dem schmalen Glen dort. Was ist bitte ein Glen? Na, ein Tal, was denn sonst? Glen ist die gälische Bezeichnung, oder? Ja, ganz recht. Ich unterbreche Ihren regen Austausch nur sehr ungern, Gentlemen, aber mir gefällt das nicht. Was genau meinen Sie, Doktor? Diese Stille. Nichts ist zu hören außer dem Wind. Wir sind in den Highlands. Diese Gegend ist fast menschenleer. Manchmal erscheinen Sie mir ein wenig schwer von Begriff zu sein oder beschränkt. Trifft es auch sehr gut für euch. Es ist eben diese absolute Stille. Kein Tier ist zu hören. Nichts. Und wenn Sie uns korrekt informiert haben, so sind die McKinnocks doch auch Viehwirte, oder? Vielleicht haben sie vergessen, die Tiere auf die Weide zu führen. Unwahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Landwirt seine Existenzgrundlage vernachlässigt. Wir sollten uns beeilen. Ich fürchte, den McKinnocks ist etwas zugestoßen. Was ist das dort auf der Koppel? Ich habe keine Ahnung. Sehen wir nach. Ho, 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 brrr! Oh mein Gott, wer tut denn nur sowas? Eindeutig jemand, der nicht bei geistiger Gesundheit und sadistisch veranlagt ist. Ich dachte, in all den Jahren, die ich nun bereits um die Welt gereist bin, hätte ich schon alles gesehen. Aber dass jemand wehrloses Vieh auf der Weide massakriert, ist mir auch noch nicht untergekommen. Wir müssen diese Bestie zur Strecke bringen, bevor noch weitere unschuldige Menschen zu Schaden kommen. Und sobald wir wieder in London sind, werde ich ein ernstes Wort mit Holmes reden, das schwöre ich. In der Tat, hier kommt jede Hilfe zu spät. Da ist nichts mehr zu machen. Vielleicht können wir doch etwas für die Menschen auf dem Hof tun. Die Gebäude sind von hier aus bereits zu sehen. Auf geht's. Sehen wir nach. Hallo? Jemand zu Hause? Mr. McKinnock! Sind Sie da? Mr. McKinnock, die Polizei ist hier. Wir haben ein paar Fragen an Sie.
Hallo, sind Sie da? Nichts rührt sich. Ich schlage vor, wir sehen nach. Gute Idee. Gehen wir rein. Es kann nicht schaden, wenn wir vorbereitet sind. Was wollen Sie denn mit der kleinen Bleispritze erreichen, Wild? Es kommt nicht immer auf die Größe an, sondern auf die Technik, mein Bester. Hat Ihnen das noch niemand verraten? Seitdem ich das Vergnügen habe, mit diesem rüpelhaften Ex-Militär meine freien Stunden zu verbringen, habe ich so einiges dazugelernt. Ihre Zunge und Ihre Liebe zur Doppeldeutigkeit war bereits vor der Bekanntschaft mit Holmes deutlich ausgereift. Und jetzt los, vielleicht benötigt jemand unsere Hilfe. Beginnen wir am besten mit dem Haupthaus. Der Eingang liegt auf der anderen Seite des Hauses. Nun besteht wohl kein Zweifel mehr, dass hier etwas nicht stimmt. Die Tür wurde aufgebrochen. Es macht eher den Anschein, die Tür wäre mit etwas Massivem kollidiert, das sie komplett aus den Angeln gerissen und das Türblatt zu Kleinholz verarbeitet hat. Wenn ich mir das so anschaue, fällt mir auf, dass Sie beide mir nichts über die Statur von Barnabas Moore verraten haben. Haben wir dieses kleine Detail tatsächlich außer Acht gelassen? Vielleicht wollten wir verhindern, dass Ihnen Ihr kleines Schriftstellerherz in die Hose rutscht. Da ist ja wieder der andere Doktor, der mir bereits die Fahrt hierher mit seinen Worten versüßte. Schluss jetzt, alle beide! Moore ist an die 2 Meter groß. Als ich ihn zuletzt sah, war er äußerst muskulös. Sein Körper ist an unzähligen Stellen mit Wucherungen verunstaltet. Er hat kaum Haare auf dem Kopf, einen schiefen Mund und, wie wir bereits festgestellt haben, zu gefeilte Zähne. Ein echter Sonnenschein. Das erklärt den Zustand der Tür. Ist jetzt endlich Schluss mit diesem infantilen Geschwätz! Es geht hier um Menschenleben! Gehen wir nun endlich hinein und tun das, warum wir eigentlich hier sind. Sie haben recht. Gehen wir ins Haus. Mr. McKinnock, wir kommen jetzt ins Haus. Hallo? Kann uns jemand hören? Dann melden Sie sich bitte! Sehen Sie, die Wand ist mit Blut verschmiert, als ob sich jemand hier entlang geschleift hätte. Hier in dem Zimmer liegt jemand. Eine Frau. Zu spät. Sie ist tot. Jemand hat ihr den Schädel zertrümmert. Das ist Mrs. McKinnock. Was für eine Kreatur tut nur so etwas? Wie viele Menschen leben auf diesem Hof? Der alte McKinnock, seine Frau und die beiden Kinder Ryan und Elsa. Dann weiter. Vielleicht kommt noch nicht jede Hilfe zu spät. Hier liegt ein weiterer Toter. Ein alter Mann. Das dürfte dann wohl McKinnock Senior sein. Da lebt noch jemand. Schnell, da braucht jemand unsere Hilfe. Hier! Hier ist jemand, ein junger Mann! Ja, Ryan, was hat man dir nur angetan? Das ganze Blut, ich... Schaffen Sie den Mann hier raus, Wild! Hören Sie mir zu. Verschwenden Sie mit mir nicht Ihre Zeit. Sie müssen sich um Elsa kümmern. Wer ist Elsa? Elsa ist die Tochter von McKinnock. Sie dürfte nicht älter als 20 sein. Sagen Sie, guter Mann, was genau hat sich hier zugetragen? Wild, sehen Sie denn nicht, dass der Mann schwer verletzt ist? Er muss sich schonen und mit seinen Kräften haushalten. Schon gut, Doktor. Wir wissen beide, dass ich es nicht mehr lange machen werde. Und es wird eine Genugtuung sein, dass es Ihnen vielleicht mit meinem Wissen gelingt, dieses Monster zur Strecke zu bringen und meine Schwester zu retten. Vermutlich haben Sie recht, aber überanstrengen Sie sich nicht. Ich gebe auf mich Acht. Also, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wann hat sich der Überfall ereignet? Es war mitten in der Nacht, in den frühen Morgenstunden. Der Hund hatte angeschlagen. Doch als wir vom Gebell wach wurden, war er bereits im Haus. Er hat es tatsächlich geschafft, auch Angus, den Hofhund, zu überlisten. Es ging alles so verdammt schnell, wie ich überhaupt reagieren konnte, hatte dieser Mann meinen Vater bereits überwältigt und getötet. Ich bin mit einem Stuhlbein auf ihn los, aber er hat mich einfach abgeschüttelt wie ein lästiges Insekt. Danach ist er mit der Sense auf mich losgegangen, die in der Küche an der Kellertür hing. Den ersten 2 oder 3 Angriffen konnte ich gerade noch ausweichen, aber dann hat er mich am Bauch erwischt. Ich bin zusammengeklappt wie ein Taschenmesser. Er muss gedacht haben, ich sei tot, denn er ließ von mir ab und ging in Elsas Zimmer. Sie hatte dem Scheusal nicht viel entgegenzusetzen. Er hatte sie einfach mitgenommen. Wie lange ist das alles her? 6, vielleicht 7 Stunden.
Der Vorsprung ist noch nicht allzu groß. Außerdem hat er das Mädchen dabei. Wir könnten ihn noch einholen. Genau, könnten. Wir wissen doch noch nicht einmal, in welche Richtung er gegangen ist. Er wird sich von größeren Menschenansammlungen und der Zivilisation fernhalten. Ich tippe darauf, dass er ganz in der Nähe einen Unterschlupf gefunden hat. Ganz ähnlich jenem wie damals der, in dem seine ganze Familie hauste. Schön, und was nützt uns das? Dieser Unterschlupf könnte überall sein. Nehmen Sie Angus mit. Angus liebt Elsa. Wenn es eine Chance gibt, Elsa zu finden, dann ist es dieser Hund. Eine glänzende Idee. Vielleicht können wir doch noch Schlimmeres verhindern. Mr. McKinnock, sehen Sie sich in der Lage, das Tier für uns vorzubereiten? Mr. McKinnock! Er ist tot. Der Blutverlust war zu hoch. Ich hole den Hund. Ich kann ganz gut mit Tieren. Und dann wird es Zeit, dass jemand hierfür bezahlt. Der Hund hat angeschlagen. Scheinbar will er in dieses verdammt enge Tal dort. Mit den Pferden kommen wir da nicht durch. Wenn wir da hinein wollen, müssen wir zu Fuß weiter. Der Hund ist unsere einzige Chance, das Mädchen in dieser Wildnis zu finden. Warum sollten wir gerade jetzt damit beginnen, ihm zu misstrauen? Ich schlage vor, wir sehen nach, was sich in diesem Tal verbirgt. Der Weg kann sich meilenweit zwischen den Bergen hindurchziehen. Ohne die Pferde können wir uns schnell verirren. Das ist alles, was Ihnen dazu einfällt, Furlong? Was für ein erbärmlicher Waschlappen Sie doch sind! Elsa wurde auch nicht gefragt, ob sie gerne einen Ausflug in den stinkenden Bau eines Mörders machen möchte. Wir sind die einzige Chance, die diese Frau hat. Also schlage ich vor, Sie steigen von Ihrem Pferd und tun endlich das, wofür Sie ja angeblich hier sind und vertreten das Gesetz. Ja, schon gut. Ich werde mit Ihnen kommen. Wir müssen vorsichtig sein. Im Gegensatz zu uns kennt Moore das Terrain. Also keine Alleingänge. Und achten Sie darauf, wohin Sie Ihre Füße setzen. Alles verstanden? Na dann los. Da! Der Hund scheint etwas entdeckt zu haben. Dort, bei der Nische im Fels. Wir sind richtig. Sehen Sie, dieser schmale Spalt im Fels dient Moore als Kleiderkammer. Und was haben wir denn hier? Das sieht für mich aus wie die Uniform eines Postbeamten. Damit dürfte keinerlei Zweifel bestehen. Die beiden Männer zählen zu den Opfern dieses Irren. Genau wie damals. Ich erzählte Ihnen ja von den Kleiderhaufen, die wir entdeckt haben. Das hier sind die persönlichen Gegenstände der armen Seelen, die Barnabas Moore in die Falle gegangen sind. Wir haben damals keine Überlebenden gefunden. Anhand der Knochen, die wir in der Höhle fanden, konnten wir einige der Vermissten identifizieren. Ich wusste doch, dass wir Angus vertrauen können. Er war die ganze Zeit auf der richtigen Spur. Der Hund hat Moores Fährte aufgenommen. Sein Versteck kann nicht allzu weit sein. Irgendwo, hier ganz in der Nähe, hält er Elsa gefangen. Was ist los, Angus? Hast du etwas entdeckt? Angus hat Witterung aufgenommen. Barnabas ist nicht mehr weit weg. Hinterher. Nicht, dass wir den vermaledeiten Köter noch aus den Augen verlieren. Nicht so schnell, Furlong. Es könnte sein, dass Moore seinen Unterschlupf mit Fallen gesichert hat. So warten Sie doch! Dieser Idiot rennt einfach drauf los, ohne nach rechts und links zu schauen. Ich frage mich allen Ernstes, wie dieser Mann die Polizeischule geschafft hat. So warten Sie doch! Seien Sie um Himmels Willen vorsichtig! Ich kann den Hund sehen. Er ist nur wenige Meter vor mir. Zu spät. Er hätte auf uns hören sollen. Über den Weg ist ein Draht gespannt worden. Er hat Furlong glatt enthauptet. Bei diesem Licht kaum zu erkennen. Furlong wähnte sich sicher, der Hund ist einfach darunter hergelaufen. Für Furlong jedoch kam er einer Guillotine gleich. Moore hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die Höhle seiner Familie damals war praktisch schutzlos. Sie wähnten sich in Sicherheit und wurden von uns überrascht. Diesen Fehler beging er nicht noch einmal. Wir dürfen uns keine weiteren Fehler mehr erlauben. Sonst kommt keiner von uns hier lebend raus. Moore ist ein Monster, aber er ist nicht dumm. Er wusste, dass sich früher oder später jemand an seine Fersen heften würde. Ich glaube, Angus ist auf Moore gestoßen. Sehen wir nach. Hier, hinter den Flechten, seht nur. Eine Höhle. Kaum zu erkennen. Das wird der Eingang sein. Das Bellen kommt von hier. Zum Glück habe ich bei unserem Aufbruch in Inverness einige Pechfackeln eingesteckt.
Die werden wir jetzt brauchen. Was ist das für ein unangenehmer Geruch? Verwesung. Unser Gourmet scheint sein Essen nicht immer vollständig zu sich genommen zu haben. Sie sind geschmacklos. Eigentlich bin ich für solcherlei Entgleisungen zuständig. Oh, Angus! Angus, mein Guter, du bist hier! Oh, wo sind Ryan und Vater? Ich mag keine Hunde. Sie sind laut und schmecken mir nicht. Das klang verdammt nahe. Weiter! Angus, fass! Schnapp dir dieses Scheusal! Komm nur hin, damit ich dir das Knick brechen kann. Der Gang verbreitert sich zu einer Höhle. Da ist er! Barnabas Moore! Er hat ein Feuer entfacht! Der Hund hat sich auf Moore gestürzt. Er ist abgelenkt. Dieser Wilde hat Elsa in einem primitiven Verschlag gesperrt. Wie ein Tier. Wir müssen sie befreien. Nicht so schnell. Wir müssen uns zunächst um Moore kümmern. Hawthorne, wir beide kümmern uns um den Kannibalen. Sie, Peyton, sehen zu, dass sie das Mädchen aus diesem Loch befreien. Was haben Sie vor? Machen Sie einfach, was ich Ihnen sage. Wenn ich die Höhle betrete und sich Moore auf mich konzentriert, laufen Sie los. Hawthorne, ich vertraue darauf, dass Sie ein guter Schütze sind und auch treffen, wenn ich Ihnen ein ansehnliches Ziel präsentiere. Wie wollen Sie das anstellen? Wann weiß ich, dass es der richtige Zeitpunkt ist? Ich schätze, es wird der Augenblick sein, in dem ich mich schmerzverzerrt auf den Boden winde. Und nun los, ansonsten hat Moore den Hund überwältigt. Na warte! Du widerlicher Köter! Gleich hab ich es! Und reiße dir die Kehle aus! Lassen Sie meinen Hund in Ruhe, Sie Monster! Er hat Ihnen nichts getan! Niemand hält Barnabas auf! Hallo? Hat hier jemand meinen Hund gesehen? Bitte helfen Sie mir! Bitte holen Sie mich hier raus! Wer bist du? Oh, wir wurden uns bisher noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Oscar Wilde. Vielleicht haben Sie bereits von mir gehört. Ich würde es übrigens begrüßen, wenn Sie meinen Hund wieder herunterließen. Hier hast du ihn. Bitte, holen Sie mich hier raus. Ich bin sofort bei Ihnen. Verbindlichsten Dank. Ganz reizend, dass Sie auf meinen Angus Acht gegeben haben. Ich hoffe, deine Zunge schmeckt genauso gut, so schnell, wie sie sich in deinem Mund bewegt. Ich glaube, ich sollte sie mir einmal aus der Nähe ansehen. So, das Schloss ist offen. Wer ist dieser Mann? Ein hoffnungsloser Irre, der uns gerade das Leben rettet. Und nun beeilen Sie sich, wir müssen hier raus. Kommen Sie. Wo ist der Ausgang? Hier entlang. Nun ist es an der Zeit zu sterben, du kleiner Wicht. Ich fürchte, ich kann Ihrem Wunsch nicht entsprechen. Das werden wir ja sehen. Ich weiß, mich zu verteidigen. Mit einem Spazierstock? Nun gut, dann stirbst du halt sehr schnell. Nicht so voreilig, mein Großer. Jetzt! Werde dich zerquetschen! Das gibt's doch nicht! Stirb endlich! Na, das nennt man dann wohl ausgleichende Gerechtigkeit. Fressen und gefressen werden. Ist alles in Ordnung, Wilde? Sind Sie verletzt? Nein, mir geht es gut. Peyton ist mit dem Mädchen bereits draußen. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich folgen. Ich möchte, dass die Leiche von Moore nach London geschafft wird. Ich bin mir sicher, Holmes möchte eine Bestätigung für unseren Erfolg. Sobald wir wieder in Inverness sind, können wir alles Nötige veranlassen. Sie haben dem alten Griesgram noch nicht verziehen, wie? Das werde ich auch nicht. Dass er mich in seinen Dienst gepresst hat, ist das eine. Dass er mir allerdings lebenswichtige Informationen vorenthält, ist eine ganz andere Sache. Ich kann Sie verstehen. Sie bekommen sicherlich eine Gelegenheit, ihn damit zu konfrontieren. Oh, da bin ich mir sicher. Sie wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Doch zunächst genug davon. Sehen wir uns um, ob wir etwas von Wert in diesem Dreckloch finden und dann nichts wie weg hier. Klingt vernünftig. Fangen wir an. Hier,
Sehen Sie, in dieser kleinen Nebenhöhle befindet sich ein richtig gehendes Lager. Decken, Konserven, Lampenöl und Werkzeug. Das kann Moore unmöglich selbst hierher geschafft haben. Sie meinen, dass Moore Hilfe hatte? Es deutet vieles darauf hin. Dahinter kann nur der Zirkel der Sieben stecken. Sie sind noch weitaus gefährlicher als zunächst angenommen. Sie sind bereit, einen gemeingefährlichen Irren auf die Bevölkerung loszulassen, wenn es ihren Zielen dient. Schauen Sie mal! Das ist wirklich unfassbar. Das sind detaillierte Steckbriefe von uns. Hier sind auch Peyton und Furlong. Moore wusste, dass wir kommen würden und war bestens informiert. Und was ist denn das? Sehr interessant. Beängstigend. Hier, sehen Sie sich das an. Ein weiteres Schreiben des Zirkels. Hier wird behauptet, wir seien diejenigen, die für den Tod seiner Mutter verantwortlich sind. Erst behaupten Sie, seine Mutter sei noch am Leben, um ihn zum Ausbruch zu bringen, um ihm dann zu erzählen, wir hätten sie kaltblütig ermordet. Sie haben diese Kampfmaschine für ihre Zwecke missbraucht. Wer auch immer sich hinter dem Zirkel der Sieben verbirgt, eins steht fest. Sie sind brandgefährlich und müssen zur Strecke gebracht werden, bevor noch mehr Unschuldige ihr Leben verlieren. Ich verstehe nicht, was der Zirkel mit seinem Vorgehen bezweckte. Die Motive sind klar. Der Zirkel verfolgte gleich mehrere Ziele mit der Befreiung von Moore. Unseren Feinden scheint bewusst zu sein, dass Mycroft Holmes einer ihrer gefährlichsten Gegenspieler ist und einer der wenigen Menschen, die ihre Ziele durchkreuzen könnte. Sie haben ihm eine Botschaft gesandt. Wir sind überall und dir immer einen Schritt voraus. Zugegeben, da ist sicherlich mehr als ein Körnchen Wahrheit dran. Das ist jedoch noch nicht alles. Mit den Steckbriefen bezweckte man, Mycroft zudem seiner wichtigsten Waffe zu berauben. Nämlich uns. Jene Männer, die die Kastanien für Mycroft Holmes aus dem Feuer holen. Auch das will mir logisch erscheinen. Doch bisher ist der Zirkel nie allein von Gefühlen wie Rache getrieben worden. Womit wir beim letzten Punkt angelangt wären. Moore sollte als Auslöser dienen, um einen alten Konflikt erneut zu schüren. Schottland strebt schon lange nach Unabhängigkeit, im Moment allerdings nur in Wort und Schrift. Wenn allerdings plötzlich ein skrupelloser Mörder sein Unwesen treibt, dem kein englischer Polizist Einhalt gebieten kann, so bringt das gewisse Menschen auf seltsame Ideen. Was wäre, wenn man das Gefühl suggeriert, dass England insgeheim den Mörder unterstützt? Aber das ist doch vollkommener Blödsinn. Ja, natürlich ist es das, aber gewisse Kreise wären nur zu gern bereit, es zu glauben, um ihre Ziele zu erreichen. Die Vorurteile schüren, um eine explosive Stimmung zu erzeugen und einen offenen Aufstand anzuzetteln. Nichts für ungut, Wild. Aber das ist abstrus. So? Ist es das? Na dann sehen Sie mal, was ich noch bei den Steckbriefen gefunden habe. Eine seltsame Nachricht aus der Zukunft. Was ist das? Eine Zeitung? Ganz recht. Wenn mich nicht alles täuscht, eine Ausgabe des Edinburgh Echo der kommenden Woche. Auf der Titelseite wird der englischen Regierung vorgeworfen, nichts gegen den Terror in Schottland zu unternehmen. Oh mein Gott, Sie haben recht. Man hatte tatsächlich vor, einen Aufstand durch den Terror von Moore auflodern zu lassen. Der Zirkel muss Unterstützer in den Reihen der Presse haben. Anders kann man sich das hier nicht erklären. Die Feinde der Krone sind zahlreicher und besser organisiert als vermutet. Dies hier muss auf schnellstem Weg zu Holmes gelangen. Ich bin mir sicher, irgendwo in Edinburgh liegt bereits eine fertig gedruckte Ausgabe der Mittwochsausgabe der kommenden Woche, um so Gift gegen die Nachbarn im Süden verspritzen zu können. Das müssen wir verhindern. Die Stimmung war in den letzten Jahren nie gut, aber die Zeiten offener Gewalt waren vorbei. Doch könnte eine manipulierte Presse zusammen mit einem entfesselten Moore ein wahres Pulverfass werden? Wir konnten, ohne dass wir es ahnten, wohl das Schlimmste verhindern. Ja, es war Zufall. Es ist an der Zeit, dass wir endlich mehr über unseren Gegner erfahren. Ansonsten laufen wir Gefahr, in Zukunft noch mit weitaus Schlimmerem rechnen zu müssen als einem unberechenbaren Kannibalen. Wahr gesprochen. Und nun kommen Sie. Lassen Sie uns diesen düsteren Ort verlassen. Ich könnte etwas frische Luft vertragen. Sie haben recht. Gehen wir. Unseren Kampf können wir auch morgen noch fortführen. Und das werden wir.